Komm, raus aus dem Wasser. So. Hier kommt man gleich bei der Seite durchgucken und den Boss sehen. Nachricht lesen. Ja, nee. Ich würde gerne hochspringen. Also müssten wir den Boss zuerst töten, um den Ritter zu retten? Nur wie? Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Warum ist hier eine Zelle, wenn ich da nicht rein kann? Kann ich auch nicht rein. Und hier ist die Stoffpuppe, die wir brauchen, um in das Bild zu kommen. Yummy, Totratte. Nee. Okay, also ich sehe keine Möglichkeit, wie man zu dem Boss hier unten kommt. Wenn ihr einen Weg kennt, dann schreibt das bitte in die Kommentare, auch wenn es für mich dann zu spät ist. Das heißt, ich könnte den Ritter dann nur in einem etwaigen New Game Plus Plus befreien, was ich sehr frustrierend finde. Aber okay. Vielleicht hat er ja doch überlebt. Also vielleicht kommt der Dialog nur standardmäßig und er fängt sich jetzt doch noch, heilt sich irgendwie mit der nicht abgegebenen Estus-Flasche oder irgendwas in der Richtung und wir treffen ihn gleich im Feuerbandschrein oder irgendwo anders an der Hauptstory lang. Kann man wenigstens noch hoffen. Okay, das heißt, wir laufen jetzt Richtung da und hier war irgendwo noch Loot an der Seite. Oh, und das Flatterviech-Ding, das wollte ich auch noch testen. Flatterviech-Ding, da, das Nest. Jo. You. Gib mir warm. Give me soft. So. Und da soll es sehr, 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 sehr viele Sachen geben, die man ihm geben kann. Ich weiß nur nicht was. Geborstener roter Augapfel. Was genau soll ich damit machen? Ablegen. Probier mal ablegen. So. Und dann wieder aufheben. Geborstener roter Apfel. Ne, wollte er wohl nicht. Okay, Sonnenlichtmedaille. Ablegen. Eine. Gibt eine Sonnenlichtmedaille. Nö. Andenken der Vergeltung. Andenken an überwältigenden Schuldiger. Ablegen. Achso, nicht abbrechen drücken. No, no. Na an! Okay. Das waren 100.000 Seelen. Ich habe diese doofe Rücksprung-Taste gemacht. Egal, es ist nicht weit und die Seelen müssten eigentlich noch genau da liegen. Nun habe ich jetzt leider verpasst, was das Vogelding gesagt hat. Es hat Nein, Nein geschrien und deswegen bin ich irgendwie weggesprungen. Ich weiß auch nicht warum. Aber was danach kam. Gucken wir mal. Also jetzt nicht sterben, sonst sind 100.000 Seelen weg. Ganz vorsichtig. Ja, erstmal hätte ich gerne meine Seelen wieder. Danke. So, ist dieser komische Stein jetzt weg? Ja, ist er. Und wir haben nichts dafür bekommen. Ablegen. Ein. No, no. That, no. That, no warm. That, no soft. Okay. Aber warum hat er denn nichts gesagt beim geborstenen roten Apfel? Das war auch nicht warm und weich und was war... Oh. Außer man muss mehr absetzen davon. Genau hierbei. 5 Stück weg. Sagen immer noch nichts. Vielleicht muss man noch mehr hinlegen? Davon habe ich aber nicht mehr. Habe ich mehr Augäpfel? Ja, 10. Ablegen. Okay. Auch nicht. Mir sehr unwohl hier auf dem Sims. Heilt zeitweise viel TP. Moos. Moos ist warm. Mehr.
Meermoos. Also Inga meinte in den Kommentaren, dass ich an die 10 Sachen schon damals beim ersten Treffen von den Viechern hier dabei gehabt hätte. Und jetzt habe ich ja noch mehr Zeug dabei. Also es ist schon komisch. Wobei es vielleicht keine Gegenstände sind, sondern die Seelen zum Beispiel. Mondlichtschmetterling. No, no. That, no. That no warm. That no soft. Na, das ist eine Seele. Da kann man drüber streiten, ob die warm und weich ist. Aber gut, das auch nicht. Goldmünzen? Abfall. Ja. Scherben? Sind nicht wirklich weich. Ich blick mal einen Dämonen-Titanit ab. No, no. Ja, ja. Kann ich es trotzdem wieder haben? Danke. Warm, weich. Ja, keine Ahnung. Ei beseitige? Ablegen? Also ich hoffe mal, ich mache es überhaupt richtig so. Man muss es nicht irgendwie anders hinlegen. Aber das scheint genau das zu sein, was man machen muss. Weiße Scholle ablegen. Nein, 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 nein. Okay. Nicht die Taste daneben drücken, sonst fährst du wieder runter. Getrockneter Finger. Kann ich nicht ablegen. Warm und weich Amulett. Also er hat bisher nichts umgetauscht. Was ich sehr komisch finde. Zauber? Kann man nicht ablegen. Astrokast-Schwert? Nein, ist nicht warm und nicht... Ja, wir haben nicht so wirklich was, was warm und weich ist. Deswegen probiere ich einfach alles aus. Sorry, Vögel. Ja, Pyromantie-Zauber. Aber die Zauber selber kann man auch nicht ablegen. Grüne Blüte. Ist weich. No, no. Doch, das ist weich. Das ist eine grüne Blüte. Das ist Pflanzenzeug. Aus so einem Kram baut ihr eure Nester. Also es scheint nicht wirklich mit warm und weich zu tun haben. Oder sie haben halt eine recht komische Definition von warm und weich. Nein, nein, nein. Ja, nö. Ich bin jetzt nicht wirklich motiviert, mein ganzes Inventar auf den Boden zu legen, um da irgendwas rauszubekommen. Und ich weiß, dass mir bestimmt Leute da zigtausend Listen geben könnten, was man alles Tolles bekommen kann. Vielleicht irgendein Hinweis, was für eine Art von Gegenstand man da reinlegen muss. Also, ob es was Benutzbares ist, ob es wirklich was Weiches und Warmes ist, irgendwas in der Richtung. Aber gut, wir hauen jetzt ab. Hallo Krokor. In the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Die er alle töten wird und sich dann selber anzünden. Lordran. Das ist eine sehr komische Prophezeiung. Vor allem eine immer wiederkehrende Prophezeiung. Immer wieder wird alles Mögliche umgebracht und stirbt, bringt sich dann selber um und dann kommt noch jemand, der dann alle wieder umbringt und stirbt. Und, ja. Das ist eine sehr komische Welt. Aber wenigstens geht das Leuchtfeuer wieder. Und wir sehen viel epischer aus als beim ersten Mal. Und du, Arschloch. Ja, genau, du. Wollen wir dich töten?
Wir wissen, dass du irgendwann durchdrehst, also könnten wir es gleich hinter uns bringen, oder? Ich weiß ja nicht. So, erstmal steigen wir jetzt auf. Ich hätte gerne 2 Punkte Wirklichkeit. Ja, einfach nur, damit wir es haben für etwaige Waffen. Und für mehr haben wir gar nicht mehr die Seelen. Okay. Aushöhlung umkehren. Ja, warum nicht? Wir haben ja genug Menschlichkeit. Ja. Well, what, let me guess. But there's no salvation. What there are. 2 Glocken der Wahrheit. Okay. So. Jetzt ist es echt die Frage. Also wenn wir davon ausgehen, dass unser Charakter das Wissen, was er in seinem vorherigen Leben gesammelt hat, noch behält, wie würde er jetzt reagieren, wenn er ihn wieder sieht? Wir wissen, er hat nicht die Frau unten im Kerker umgebracht, das war Goldie. Also hat er nicht wirklich was getan. Er ist nur irgendwann losgezogen und ist dann gestorben und ist zur Hülle geworden. Also nee, er ist zwar nervig und sarkastisch und lacht uns andauernd aus, aber ich werde ihn nicht töten. Hier schaut sie unten aus. Goldie ist nicht da. Du kannst immer noch nicht reden. Ja. Also auch da nichts Neues. Eine gute Frage ist jetzt, was machen wir überhaupt? Also wir müssen jetzt ja quasi dem Plot folgen. Wir könnten jetzt nicht zum Beispiel zu den Geistern runtergehen und da weitermachen. Weil um bei den Geistern weiterzukommen, braucht man erstmal das Herrschergefäß. Und wenn man das Herrschergefäß hat, dann kann man mit dem Spitzhut sprechen und der Spitzhut gibt dann den Schlüssel. Man kann den Spitzhut einfach umbringen. Weil ich weiß, durch die ganzen Spoiler, dass unter der Stadt mit den Geistern die Glut ist, um physische Waffen auf plus 15 zu bringen. Das klingt schon echt praktisch. Ja, gucken wir mal. Wobei ich eigentlich echt gerne jetzt wirklich mal einen guten spielen würde. Weil jetzt weiß ich ja schon wesentlich mehr. Warum ist die Kiste da offen? Wir waren definitiv noch nicht hier. Was mir aber einfällt, weil der Priester ist hier auch in der Nähe. Der Priester soll wohl die holde Maid umgebracht haben, die wir aus der absoluten Dunkelheit da gerettet haben, aus dem Grabmal der Riesen. Und man kann sie retten, wenn man nach der Befreiung von ihr den Priester sofort umbringt. Stand jedenfalls in einem Kommentar. Was ich ziemlich abgefahren finde, dass einfach so dann auf den Priester losgeht, obwohl man keine Ahnung hat. Und dann so ihr Leben retten kann. Aber was das für neue Dialogoptionen bringt und so, keine Ahnung. Noch eine interessante Frage ist, ist der Loot überall der gleiche? Weil aber sowas einzusammeln lohnt sich für uns ja absolut nicht. Das sind hier nur 100 Seelen oder so. Oh. Okay. Also bringt nicht wirklich viel. Na gut, ich werde jetzt einmal mit dem Priester sprechen. Oh, welchem Pfad folgen wir eigentlich gerade? Wir sind eine Wache der Prinzessin. Das ist echt schwierig. Also entweder könnte ich jetzt wirklich versuchen, einen wirklich guten Paladin zu spielen, der jetzt bei ihm wieder auf den weißen Pfad kommt und auf dem weißen Pfad bleibt, der nicht den Brüsten folgt, der dann versucht, die holde Maid unten zu retten, indem er umgebracht wird, der die Seele von der Feuerhüterin zurückbringt, anstatt sie selber zu benutzen und so weiter. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Das sind nur kleine Änderungen. Und wir werden trotzdem am Ende das Falsche tun, weil es nicht wirklich was Gutes gibt. Deswegen könnten wir gleich lieber einen Anti-Paladin spielen. Jemanden, der nur auf Macht aus ist. Und wenn irgendjemand ihm im Weg ist oder ihm krumm kommt, dann bringt ihn einfach um. Spiele ich zwar eigentlich ungern, weil das so eine Kindergarten-Definition von böse ist. Jemand, der Lollis klaut und einfach alles tothaut, das ist nicht wirklich böse. Das ist einfach nur Klischee. Aber wir könnten recht viele andere Story-Elemente dadurch freischalten. Halt, wenn wir anders antworten, dass wir eine andere Gesprächsoption bekommen und so weiter.
wäre also, wenn man die Hintergrundgeschichte des Spiels mehr entdecken will, wesentlich sinnvoller. Muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Gucken wir mal, was er hier sagt.